Recht herzlich willkommen zur 138. Folge von Simotrans. Ja, wir müssen hier nochmal gucken, ne? Wir hatten ja letztes Mal hier reingeschaut, da war das so, dass wir hier den Bus hatten und wir waren am Überlegen, ob das Sinn macht, wo der langfährt, ne? Hier wartet eine Person von Sonderhausen Rosenweg. Aber die wollen nach Sonderhausen Rosenweg. Also nach da. Und hier haben wir zwei Pässe über Sonderhausen Rosenweg. Die wollen auch definitiv darüber fahren. So, jetzt kommt es hier drauf an und die wollen bestimmt nicht über den Rosenweg, oder? Mittelgebirgsrathaus. Warte mal, war das nicht hier? Ach, über Lauter wollen die, okay, ich dachte gerade schon. Oststraße, Rathaus, über Sonderhausen, Hirschstraße, das ist da. Also die mögen schon definitiv über diesen Bahnhof fahren, wenn. Platinweg. Ja, ich glaube, wir sollten gucken, dass wir die beiden Busse vielleicht hier anders gestalten, oder? Aber hier stehen natürlich vor Sonderhausen einige mehr, oder? Die wollen alle in die Stadt. Werden aber weniger, so wie es aussieht. Ich glaube, ich lasse die beiden Busse so fahren und gucke mal. Ja, am Ende ist es so, dass sie zu teuer sind, ne? Ah, ich hatte den Bus schon erwischt. Obwohl, der fährt gerade Plus. Ja, wir machen ja 2. Januar. Da müsste man den jetzt gerade mal beobachten und schauen, wie der zweite fährt. Ah, der fährt schon gerade Minus ein. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt, oder? Er fährt jetzt zum Rathaus. Und hat da einige rausgeschmissen. Ist bei 14 Euro minus. 233. Zurzeit wird sich die Strecke lohnen, weil er das finanziert. So, da haben wir nichts mit Geld. Wird teurer vom Fahren. Jetzt wird er hier unten zum Asimo-Weg. 268. Hier sind wir bei 77. Na, 12, 118. Ja. Jetzt ist er angekommen, okay, das hat sich ein bisschen rentiert. Ist aber gerade noch in roten Zahlen. Sollte aber jetzt zum Bahnhof fahren. Und dann eigentlich schwarze Zahlen kriegen, oder? Der ist hier noch im Plus. Doch im Plus. So, der kommt jetzt leer an. Hat 11 Plus. Ja, der kommt, fährt hier hin, aber hat keinen einzigen Gast dafür. Hier sind wir noch im Bereich, okay. So, der sitzt hier keiner, doch hat ein paar abgesetzt. Da stand hier doch gar nicht, oder? Oder war da noch Platz drin? Nee. Jetzt fährt er noch da oben, wo keiner hin will, ne? Doch, da wollten sogar 3 Leute hin. Oh, und da macht so viel Geld aus? Ja, jetzt nicht mitgerechnet. Das hat sich ja richtig rentiert gerade. Okay, dann muss es auch bald irgendwann hier die schwarze Linie geben, oder? 176, da 152. Schwarz kann es jetzt bald werden. Beide haben schwarze Zahlen. Hm. 150, klar. 124, der wird jetzt gerade schlechter. Hat auch keinen einzigen mehr drin. Fährt nicht lang, da. Okay.
Hat jetzt aber im Rathaus 43 Gäste gekriegt. Liegt aber noch bei 97 Euro. Der hier bei 90 Euro. Wo führt der jetzt lang? Achso, Edisonstraße. Nein. Thomas Edisonstraße war er gerade. 118. Und der macht hier gerade wieder rote Zahlen gleich. Jetzt. Da oben war, ist er jetzt. Noch 37 Fahrgäste zu Rosenweg. Der Rot. Ja, 17,95 Euro ist nicht so viel, ne? 76 Gäste da gekriegt. Der hier geht, der nicht. Der ist kleiner, der ist größer. Jetzt sind wir hier bei 50. Minus. Goldstraße fährt jetzt, ne, oder? Ne, untere. Lente. Jetzt haben wir also ein bisschen Plus gemacht. Goldstraße hat er jetzt noch 4 Fahrgäste. Kommt er jetzt hin? Jetzt wird er schon wieder in den roten Zahlen. Jetzt wieder in den schwarzen. Könnte sein, dass es bis zum Rathaus gerade schafft, ohne dass rot wird. Schauen wir mal. Okay. Jetzt wieder zur Edisonstraße. Da ist aber schon der andere. Sollte jetzt keiner stehen, oder? Tut's auch nicht. Deswegen verdienen wir da auch jetzt gerade nichts. Beziehungsweise, wir haben zwar was verdient, aber nur beim Absetzen. Und da steht wieder keiner. Ja, müssten wir überlegen, ob wir hier nur einen von den beiden Bussen hinfahren lassen, ne? Hat sich 30 ergeben. Also dieser hier, der fährt immer plus, aber dieser hier nicht. Der kriegt es auch nicht hin, mal richtig plus zu machen, ne? Vielleicht jetzt in dieser Runde, weiß ich nicht. Mal gucken. Und jetzt ist er da. Hat geladen und 15 Euro. Goldstraße wird auch von dieser Seite angefahren. Sehr interessant. Unsere Ländle auch. So, jetzt kommt Asimo-Weg. So gut wie kein Plus gemacht. Da hat er einen Fahrgast für, das wird sich nicht rechnen. Macht er wieder Minus. So, jetzt am Mittelgebirgsrathaus, da gibt es ein paar Mark mehr. Auch noch nicht mal. Goldstraße jetzt. Das reißt alle nichts raus, ne? Da sind noch immer mehr ins Plus gekommen. Andere Ländle fährt er jetzt. Das
So, 19 Leute für den Rosenweg. Jetzt waren wir richtig miese. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Der Bus ist zu teuer, ne? Wir brauchen aber da was. Sollen wir hier reingucken? Tja. Den fahren wir da gerade, ne? Ja, und das ist der hier. 92 Fahrgästen. Und das ist der auf der anderen, ne? Ich habe jetzt fast die Vermutung, dass wir den da besser nochmal draufsetzen, ne, auf die Linie. Stadtbus Döbel. Ah ne, Sonnhausen. Starten wir. Und dann schmeißen wir den gleich runter. Mal warten, ob es der vor Ort ist. Stellt sich natürlich die Frage, wir stehen da noch am Bahnhof, wir müssen noch abgeholt werden, ne? Also hier ist kein Ding. Das rechnet sich. Oder ist schon entlastet. Ach, und hier auch. Die sind schon runtergefahren. Und die wollen hier noch weg. Jetzt warten wir gerade, bis der da anhält, der da gerade kommt. In der Sonnhausen. Zweier brauchen wir wohl. So, den machen wir ausmustern. Oder? Ach wohl, den Bus können wir eigentlich gebrauchen. Den setzen wir jetzt auch nicht laden. Irgendwann wird der andere jetzt gleich kommen hier, oder? Da oben ist er. So, dann zum Depot. Wo fängt der da oben an? Am Mittelgebirgsrathaus. Ist vielleicht nicht die ideale Startstelle, ne? Ne, das war verkehrt. Nicht an der Linie anpacken. Fahrplan. Also der fährt ja jetzt hier hin. Dann schicken wir den zur Goldstraße. Ja, soll er da anfangen, das macht dann Sinn, dann ist das ungefähr so passend. Der fährt jetzt zum Depot. Der macht jetzt den Rückweg und der macht noch den Hinweg. Wohl Mittelgebirgsrathaus wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er da noch anfängt sogar. Dann kommen die sich nicht so sehr ins Gehege, glaube. Weil er fährt jetzt wieder zurück, während er hinfährt, ne, oder? Könnte hinkommen. Ja. So ungefähr kommt das hin. Wir können den ja nochmal gerade verzögern. Fährt der noch in der Goldstraße. Und wenn die sich da begegnen, dann passt das ungefähr.
So, dann kann er jetzt wieder fahren. Dann sollte das eigentlich hinkommen. Was haben wir jetzt hier? Sonderhausen, 26 Fahrgäste. Das ist alles okay. Und hier, was waren die 26? Okay, da unten sind noch ein paar mehr gewesen. Jetzt sind sogar 40. Jetzt kommt nur die Frage, wie viel sind es hier? 26, 27, und da fährt ja gleich einer hin, dann kommt das auch ungefähr hin. Obwohl, ich glaube, da bleiben diesmal ein paar stehen. Kriegen wir aber hin. So, jetzt gucken wir die nächste Stadt da an und das werden wir jetzt mal lauter machen. Lauter hat hier zwei Bahnhöfe, einmal diesen. Das sind hier die unteren Freunde, die alle dahin wollen nach Lauter. Das passt schon. Und das andere ist hier. Waldeck. Das sind alles andere Leute hier. Müssen wir gerade gucken, der hat noch genug drin, ne? Ja. Dann ist das auch gut so. Wenn der noch welche drin hat, dann sind es auch nicht so viele Busse hier. Wir fahren auf Linie einige. Na, vielleicht sind es doch zu viele. Der 3 Fahrgäste. Der 69. So, mal gerade gucken. Aber ich glaube, die fahren ja alle Minus hier ein, ne? Ich glaube, den machen wir hier. Ne, den machen wir hier mal nicht laden und den schicken wir dann nach Hause. Das sind zu viele leere Busse hier. Und das machen wir mit dem hier gleich auch. Die anderen lassen wir mal fahren. Dann werden die auch voller. Aber die beiden nicht. Das mal zu. Das sind nicht viele Leute. Ja, was wir hier vielleicht machen sollten. Das war jetzt wieder zu viel. Dieser Bahnhof bedient wahrscheinlich diese Bushaltestellen besser. Und dieser Bahnhof bedient diese Bushaltestellen. Das sollten wir nochmal aufteilen. Das sind 2, 4, 6, 7. Das sind 2, 4, 5 zwar nur, aber das ist dann schon so okay, denke ich. Das machen wir mal. Aber da fangen wir erst in der nächsten Folge mit an. Das machen wir jetzt nicht mehr. So, dann würde ich nur gucken, dass wir den jetzt hier ins Depot schicken. Und der bringt noch einen weg. Und dann ist das auch gut. Dann geht der auch ins Depot. Ist das hier? Nee, muss noch eine weiter. Ja, der fährt auch bis zur letzten Haltestelle wahrscheinlich, ne? Nicht ganz, oder? Lauter Asimo-Weg muss sein, das ist hier. Müsste aber jetzt die nächste Haltestelle eigentlich sein, oder?
Wo ist der? Ach ne, der ist da hinten, okay. Ja, dann kann es ja nicht mehr lange dauern, ne? Bis der dann da ist. Na komm schon, fahren wir da jetzt hin. Aber wenn das ja der ist, ne, dann ist es ja auch kein Problem, gerade in den Fahrplan reinzuschreiben, dass er dahin fährt, ne? Ist ja viel einfacher, ne? Und dann kann er den da absetzen und dann schmeißen wir den runter. Gucken wir gerade nochmal in die Linie rein. Ja, das sind drei normale Busse. Dann werden wir das mal so versuchen, dass wir die 5 mit einem anfahren und die 7 mit 2. Dann schicken wir nachher einen davon rüber. Dann müssen wir gucken, ob das funktioniert oder nicht. Gut. Der kann jetzt nach Hause fahren. Gut. Die sind dann falsch daneben geklickt irgendwo. Die sind dann zum Depot unterwegs. Das passt dann. Und das ist jetzt Sonderhausen. Der fährt das Plus da ein und der fährt das Minus ein. Cool, ne? Läuft richtig gut. Aber der hat natürlich jetzt noch die Anfahrtsstrecke da drauf, die irgendwo auch bei 400 Euro lag, ne? Oder 407 Millionen. Ja, müssen wir nächste Folge beobachten. Nochmal Sonderhausen reingucken, die Busse. Und hier das aufteilen. Okay, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.